Was kannst du mir über Matras erzählen? Er ist ein äußerst seltsames Wesen. Weißt du, dass er scheinbar schon seit 6000 Jahren lebt? Hast du nicht das Gefühl, dass er nur Blödsinn erzählt? Auch wenn ein so langes Leben auf den ersten Blick unglaubwürdig ist, besitzt er ein Wissen über die Geschichte, das es schwer macht, ihm nicht zu glauben. Und seine Erscheinung spricht für sich selbst, wenn ich so direkt sein darf. Es stimmt, dass er etwas reif wirkt. Soweit ich das verstehe, wechselt er regelmäßig den Körper. Sobald der aktuelle anfängt, auseinanderzufallen, holt er sich eine neue Hülle. Aber es ist wirklich faszinierend, dass wir von einer solchen Art des Untoten noch nie gehört haben. Wir wussten nicht, dass es ein Wesen gibt, das seine Seele von einem Körper in den anderen transferieren kann. Bedenke, dass dieses Wissen unsere Vision vom Tod völlig auf den Kopf stellen kann. Und natürlich könnte er eine unverhoffte Hilfe gegen die dunklen Eisfürsten sein. Was habe ich dir gesagt? Sobald sie sich von dem Schock über mein zerfleddertes Äußeres erholt haben, denkt jeder, dass ich sehr nützlich bin. Er könnte wirklich hilfreich sein, wenn wir nur sicher sein können, dass er nicht für den Feind arbeitet. Du beleidigst mich erneut. Mich mit einem Haufen nach Macht gierender Jungmagier zusammenzutun wäre unwürdig für mich. Und habe ich dir nicht bereits gesagt, wie du in die Stadt gelangst? Grundinformationen im Tausch unser Lager zu betreten. Das klingt für mich sehr schlau. Wirklich? Was wäre für mich drin? Nicht, dass die Gesellschaft dieser Weisen unangenehm wäre, aber ich bezweifle, dass unsere einfachen Diskussionen den Krieg verändern könnten. Ich kann bestätigen, dass er nicht einen Moment alleine war. Aber du wirkst durch irgendetwas voreingenommen, richtig? Der Hauptmann hat gesagt, dass es einen Verräter im Lager gibt und unser neuer Freund ist offensichtlich ein Hauptverdächtiger. Was ist, wenn er Gedanken lesen kann? Hör zu, ich glaube, dass dein Hauptmann falsch liegt. Wir haben jetzt schon lange mit Matras gesprochen und ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass er etwas mit deiner Geschichte zu tun hat. Es ist offensichtlich sehr schwer, telepathische Kommunikation zu entdecken. Aber soweit ich darüber Bescheid weiß, deutet nichts darauf hin, dass er in der Lage dazu ist. Nun gut, ich werde dir wohl vertrauen müssen. Reden wir über etwas anderes. Hast du eine Minute? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Wechseln wir das Thema. Bis später. Sibyl, kannst du reden? Ja. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Was hältst du von Matras? Ich denke, er ist einmalig. Faszinierend. Ich habe immer schon Geschichte und Geschichtsbücher geliebt. Aber er hat Geschichte gelebt. Es ist einfach unglaublich. Man kann so viel von ihm lernen. Sein Wissen kann uns helfen zu verstehen, was in unserer Vergangenheit passiert ist. Wir können von den Fehlern unserer Ahnen lernen. Glaubst du wirklich, er ist unsterblich? Oh, ich bin überzeugt davon. Du musst ihn nur ansehen. Er ist so kultiviert und wissend. Was mich daran erinnert... Hat es etwas mit unserem verfaulenden Freund zu tun? Ja. Er würde mit mir nicht über seine romantischen Erfahrungen reden. Und ich erfuhr dafür viele Geschichten über Kämpfe und historische Anekdoten. Aber nichts über sein Liebesleben. Es ist nicht so, dass ich sein Intimleben ausspionieren will, aber ich frage mich, warum er so darüber schweigt. Ich kann ihn für dich fragen. Ich habe über die Bibliothek und die Bücher nachgedacht. Ich konnte die Bibliothek noch nicht finden. Hm.
Matras, hast du ein paar Minuten? Ich habe eine ganze Ewigkeit. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Warum erzählst du Sibyl nicht von deinem Liebesleben? Ich dachte nicht, dass du an den lüsternen Fragen des jungen Mädchens interessiert bist. Egal, wie bezaubernd sie ist. Meine Sexualität ist meine Sache. Außerdem wären meine Erfahrungen für ein junges und unschuldiges Mädchen sehr verstörend. Komm schon. Ich lebe seit langer Zeit in Vertil. Und bevor ich die Lust an derartigen Dingen verlor, habe ich wahrscheinlich alles Erdenkliche erlebt. Emotional und sexuell. Um all meine Abenteuer zu erzählen, bräuchte ich Wochen. Und ich muss gestehen, dass ich ein wenig schüchtern wäre, sie dir preiszugeben, da ich fürchte, dass du anschließend eine eher schlechte Meinung von mir haben wirst. So schlimm? Nun gut. Da du auf Beweise bestehst, erzähle ich dir die Geschichte von meiner 14. Frau, der Prinzessin der Elefantenstadt. Es wird deine Sichtweise erweitern. Jedenfalls war es bei mir so. Ernsthaft? Aber das ist abstoßend. Und das sind noch die harmlosen Geschichten. Ich sagte schon, dass ich alles probiert habe. Vielleicht verstehst du jetzt meine Zurückhaltung bezüglich eines jungen Mädchens. Absolut. Also was soll ich ihr sagen? Was immer du willst. Ich kann jede Geschichte bestätigen. Wir reden später. Sibyl, kannst du reden? Ja. Ich habe mit Matras gesprochen. Er hat endlich über sein Leben gesprochen. Und? Was hat er dir erzählt? Unsere freundliche Leiche ist der totale Romantiker. Ich konnte es hinter seinem stolzen Äußeren spüren. Er war mit vollem Herzen dabei. Er hat keine Details erzählt. Er hatte viele Frauen und jedes Mal musste er zusehen, wie sie älter wurden und starben. Und er konnte ihnen nicht helfen. Das ist einfach nur furchtbar. Ja, das ist es. Daher fällt es ihm so schwer, darüber zu sprechen. Verstehst du? Ja, ich bin dumm. Trotzdem, danke für deine Hilfe. Ich werde ihn damit nicht mehr belästigen. Bis später. Edwin, ich muss mit dir reden. Worum geht es, Vulkan? Ich würde dir gern ein paar Fragen stellen. Ich brauche deinen Rat bezüglich Matras. Wer ist er? Schwer zu sagen. Er ist ein lebender Toter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er scheint Dinge tun zu können, die kein anderer der Wiederkehrer kann.
Du musst verstehen, wie Nekromantie funktioniert. Die Magie, die Tote zum Leben erweckt, basiert auf einem Prinzip: leblose Körper mit Energie zu füllen. Matras scheint anders zu funktionieren. Es ist nicht sein Körper, der zum Leben erweckt wurde, sondern sein Geist, der seinen Tod überlebte. Er sagt, er sei 6000 Jahre alt. Glaubst du das? Das ist absolut möglich. Sein Geist ist theoretisch unsterblich. Diese Magie ist ganz anders als jene, die in Vertil praktiziert wird. Statt Energie aus dem Weltherz zu ziehen, nimmt er Energie aus dem Körper, den er beherrscht. Könnte das irgendwas mit den dunklen Eisfürsten oder meinem Dämon zu tun haben? Absolut nicht. Danke. Thank you.
Diese Stadt ist ein offenes Grab. Was haben Sie mit meiner Stadt gemacht? Ich verfluche Sie alle! Wir können von Glück reden, wenn wir Überlebende finden. Thank you.
hier entlang. Du bist ein Mensch. Was machst du hier? Und wie... Aber es ist der Prinz. Vorsicht! Da oben! Du da! Hilf uns! Psst! Sei still! Das ist nicht der beste Augenblick, um aufzufallen. Wir suchen nach dem König. Wo ist er? Er ist tot. Ihr könnt nicht hierbleiben, Prinz. Die Stadt ist nicht sicher. Holt uns hier raus, bitte. Sie schicken uns jeden Augenblick in ihre Lager. Geht, der Weg ist frei. Beeilt euch und erreicht die Stützsäule im Norden. Dort gibt es einen Durchgang. Sobald ihr die Stufen erreicht habt, geht zur Klippe im Osten. Dort haben die Überlebenden ihr Lager. Gut, aber was tun wir, wenn wir auf eine Patrouille stoßen? Wir können nicht mit euch gehen, aber ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr hier rauskommt. Zuerst einmal verteilt euch, schickt einen Späher voraus und haltet jemanden als Wache hinter euch. Und seid vor allen Dingen still. Die lebenden Toten sind nicht sehr aufmerksam. Wenn ihr in den Schatten und vorsichtig bleibt, wird alles gut. Vielen Dank. Einen letzten Rat noch. Die Leute glauben immer, mutig sein zu müssen. Vergiss das. Hab Angst und sei wachsam. Wenn ihr Angst bekommt, nutzt eure Wut und geratet nicht in Panik. Ihr werdet wissen, was zu tun ist. Danke. Und hoffentlich bis später.